Ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Transport FIFA 2. Die Folge wird ein bisschen speziell, denn wir werden heute mal nicht unsere UK Safe Game Karte anschauen, sondern ein paar andere aus dem Workshop, um da vielleicht ein paar Ideen zu sehen, was auch wir vielleicht bauen könnten und natürlich ein Show-Off von der Karte generell. Wie ihr da schon seht, mein Let's Play ist jetzt auch im Workshop. Das könnt ihr jetzt einfach abonnieren und euch die Karte selber anschauen, wenn ihr wollt. Die ganzen Mods habe ich hier in zwei Collections aufgeteilt. Einfach abonnieren, dann habt ihr schon die meisten und der Rest findet ihr bei transportfifa.net, wenn ihr das euch mal anschauen wollt. Aber wie gesagt, die ist ziemlich leistungsintensiv, diese Karte. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr da vielleicht einen Daumen nach oben gebt, wenn euch das gefallen hat. Ja, ich würde sagen, ich lade mal die erste Karte hoch und schauen wir uns die doch mal an. So, und da wären wir auch schon auch bei der ersten Workshop-Karte, und zwar ist es die Swiss Alps-Karte von Grand T, ebenfalls ein YouTuber, und hat es zur Verfügung gestellt. Und ja, die schauen wir uns mal an, und ihr seht schon, da geht einiges ab hier. Also, nicht klein. Die Karte selber ist zwar ein bisschen kleiner, also kleiner als die, was ich gespielt habe. Das ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee wegen der Performance. Aber streckentechnisch ist hier wirklich, wirklich was los. Und ich würde sagen, wir starten... Da ein dummer Dossela, was er hier hat. Ich mache mal das Spiel wieder an. Also eine nette kleine Stadt hier. Mit einem Flugplatz. Und dann hier Güterverkehr. Mit Schweizer Cargo hier. Ohne Schlauch macht hier mit so einer kleinen Schlaufe hier. Ich werde dann hier einmal so rum. Und auch hier Kohle. Wo die Züge hier einmal so rumfahren können. Ist eine gute Idee. Jetzt ein bisschen Gleisvorfeld. Ja, das ist schick. Gefällt mir. Er hat sogar die kleinen Zwergsignale hier mit dabei. Schön. Und hier. Ja, Lackierung habe ich sie noch nie gesehen. Schön. Dann hier der Hauptbahnhof mit Güterbahnhof kombiniert. Ja, ein kleiner Durchfahrtsbusbahnhof. Ja. Hat was. Oh, da ist gerade einer. Ja, so ein kleiner Regio-Flitzer hier. Okay. Und dann geht hier die Strecke raus. Rein in den Tunnel. Ah, wobei, wir haben hier noch eine Abzweigung hier. Für Eisenerz. Schauen wir uns mal ganz kurz das an. Oh, das hat er auch schön integriert hier. Schön ausgestaltet. Und Regioflitzer. Oh, ein langer hier. Okay, geht hier komplett durch den Berg durch, bis auf die Passstraße da. Geht hier runter und dann sind wir hier im Brieg. Das dürfte dann der Hauptbahnhof sein. Ebenfalls mit Güter kombiniert. Schönes Vorfeld. Gefällt mir. Da wäre es irgendwie cool gewesen, wenn er noch ein paar Sachen hingestellt hätte. Damit es nicht ganz so leer ist. Aber cool. Ah, hier das mit den Gütern hat er auch schön gemacht. Sieht glaubwürdig aus. Ja, modernste Trams hier unterwegs. Ah, und Brick selber ist immer riesig geworden bei ihm. Ah. Nettes Detail hier zum Lückenfüllen. Schön, schön. Hat was. Und dann geht die Strecke hier einmal in die Richtung, Richtung Wisch bleibt da. Und da geht es dann auf die andere Talseite. Also bleiben wir hier mal kurz in dem Tal. Da haben wir hier Wisch. Auch schöner Bahnhof. Mit einer U6 hier von Wien. Okay. Das sieht noch sehr cool aus. Geht es mit den Zäunen halt in die Kurven rein. Große Signalbrücke hier. Schön. Hat er auch wirklich toll gemacht. Und hier die Linienriege oder Straßenbahn, je nachdem, was ihr da nachstellen wollt. Schön, auch gut integriert. Oh, das sieht cool aus. Hier mit dem Eingang hier unten. Oh, Bus mit. Ach nein, wie geil. Ein Oberleitungsbus. Genau die gleichen, die in Zürich rumduken. Geil. Den Mod muss ich mal merken. Den würde ich mir auch gern holen. Aber ja, der Bahnhof ist mal mega schick da. Mit der Erhöhung da. Cool gemacht.
Ich glaube, es sind alles einzelne Elemente, oder? Ja, das sind alles einzelne Elemente. Okay, was haben wir hier? Und das sind die 2000. Und teilt sich auch hier nochmal auf. Dann geht es dann hier durch den Berg durch. Und dann haben wir noch eine Bergstrecke. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Machen wir das mal hier wieder zu. Und das ist Sierra, wenn man das so ausspricht. Da wird ein kleines Vorfeld hier. Güterbahnhof kombiniert. Ich sollte das auch mal öfter machen, dass ich hier das so kombiniert mit Güterbahnhof habe. Was hat er hier bastelt? Schön integriert. Fühlt sich sehr gut ein. Und dann die letzte Station Sion. Als Kopfbahnhof hier. Ah, da, die kommen die mit dem mittleren Bahnsteig da. Echt schön. Ja, aber stell doch da ein bisschen mehr Zeugs hin, damit es nicht ganz so leer ist. Okay. Bergstrecke. Okay, hier ist er. Okay. Soll es sein Anwesen sein hier oben? Ah, nice. Die Bergstrecke da oben, wo fängt die an? Die fängt hier im Blick an. Das ist die, wo sie nach da oben geht. Man sieht einen Zwischenhalt. Das ist quasi der Gotthardpass sein hier. Ja, da voll nach oben hier. Und Hutten. Oder Hutten, keine Ahnung, wie das richtig ausspricht. Haben wir jetzt einen kleinen Bahnsteig hier. Das war ziemlich challenging hier, die Strecke drauf zu kriegen. Damit das auch noch vernünftig aussieht. Das ist hier ein eigener Abzweig, wo er von zwei Seiten hier raufkommen kann. Die Abstrecke geht so weiter. Das ist ein cooles Konzept so. Das merke ich mir mal. Und hier das gleiche nochmal. Habt aber hier zwei Bahnsteige. Beziehungsweise drei. Jetzt so eine kleine Busverbindung hier oben. Ja, das ist eine coole Idee. Und dann geht die ganze Strecke. Wohin? Ach, hier rüber. Ah, da ist sogar ein kleiner Regio von der Deutschen Bahn unterwegs. Können wir mit dem mitfahren? Ja, okay, dann sind wir aber hinten. Das ist irgendwie nicht so geil. Und hier haben wir so runter. Ja, schön gemacht. Ich glaube, hier gibt es auf alle Fälle ein paar schöne Fotomotive. Hat was. Und da kommt die Hochgeschwindigkeitsstrecke durch. Nach Frutigen. Und da haben wir auch das erste Betriebswerk, wenn man das so möchte. Cool reingemacht. Weißverfeld ist ein bisschen speziell hier, aber cool gemacht. Ah, wieder so eine geile Signalbrücke hier. Da kommt der Güterzug rein. Ja, schön. Ah, schaut euch das an. Die Schnellfahrstrecke geht hier einfach drunter. Und kommt dann hier wieder raus. Hier nochmal Güter. Also die, boah. Die Gleisverlegung, die ist echt wild hier. Aber das sieht schon geil aus. Und holla die Waldfee. Also das ist aber ein echter Gleisiergarten. Aber hier unten Interlaken mit Industrie. Was ist denn hier so unterwegs? Ah, die Regelsprinter hier. Okay. Und dann haben wir hier... Was ist das hier? Spiez. Spiezer Bahnhof. Ja, das ist soweit authentisch sogar nachgebaut. Nur, dass hier so ein Betriebswerk wäre. Da geht's dann hier auf die Bergstrecke. Ja. Da hinten zwei Simmen. Ich glaube, wir haben noch gar nicht angeschaut. Ah, kleiner Bahnhof, was hier auf eine kleine Bergstrecke weitergeht nach Gstaad. Mit einer, ja, kleine Kurve und dann drei Bahnsteigen hier oben. Moment mal, was steht denn da jetzt gerade? Ach, eine Dampflok. Also historisch. Österreich. Das ist eine österreichische Lok, oder nicht? Ich bin mir jetzt immer sicher, dass das eine österreichische Lok ist. Okay. Cool.
Es ist ein bisschen sauberer hier gemacht. Hat was hier mit Industrie, da mit der Schleife hier. Die Hauptstadt geht wieder weg, geht die historische. Geht's auch nochmal da weg? Nach St. Stephan. Also moderner wird unterwegs. Kleiner Bahnhof. Zwei Bahnsteigen und kleine Abstellung. Hat er hier entsprechendes genutzt? Nee. Er hat zwar die Wegpunkte. Ach so, na. Die kleinen Zwergsignale sind Wegpunkte. Es wird aber nur spannend sein, wenn man hier so Kunstfahrten macht. Das ist sehr gut. Okay, weiter nach da hinten. Spitz. Da kommt hier hinten Thun. Viergleisig. Wie in echt. Und hier da versucht ein bisschen den Thuner Bahnhof nachzubauen. Passt nicht ganz. Aber ist okay. Ich glaube, das sieht hier so aus, als würde er hier noch ein bisschen was bauen. Das ist ein bisschen leer hier. Der nächste Flugplatz hier. Und dann geht es hier weiter nach Steffiburg. Mit einer großen Güterterminal hier. Hier hinten auch wieder Güter. Oberhofen. Auf einer Treppe hier so hoch. Und der Bahnhof, bist du hier? Ah, ist Kopfbahnhof. Okay. Das ist hier rein Busverkehr hier nach oben. Ja, da fährst du aber da ziemlich weit hier. Und die Agitella. Und irgendwo, jetzt muss ich mal kurz schauen. Oh, ich habe gerade ganz was anderes gesehen. Haben wir hier nicht. Nein, wie geil. Wir haben hier sogar eine Gondelbahn. Ist sehr geil. Kann ich mit dir mitfahren? Ich kann sogar mitfahren. Okay, geil. Ist ja mal mega. Ja, das bietet sich natürlich echt an. Dann haben wir oben so einen kleinen Salpendorf. Da stellen sogar Leute ein. Also hat er hier irgendwie so Magnete hin platziert. Ist ja cool. Coole Idee. Und da unten fährt sogar der Zug hin. Da ist ein Ende, kann er dann umsetzen. Drei so Abstellgruppen. Und dann geht es hier zweigleisig. Ah nein, das ist nur eine Ausweichstelle, oder? Ja, das ist eine Ausweichstelle. Geht dann eingleisig hier runter. Das ist auch ein bisschen abenteuerlich hier. Was ist dann das Ende hier? Alles geht dann hier nach Interlaken runter. Okay. Hat was. Das hat er auch sauber hier gemacht. Schön. Und die große Stahlverarbeitung. Jetzt habe ich ein bisschen die Orientierung geflogen. Okay, da war dann das Wahnsinn hier mit den Gleisen. Ja, okay. Ich muss sagen, schöne Karte. Gleise sind teilweise ein bisschen wild. Aber coole Ideen. Also vor allem hier die Bergstrecke. Gefällt mir sehr gut. Und auch hier nach hinten rein. Schlaue Ideen mit den Gleisvorfeldern. Ein bisschen mehr Deko an den Bahnhöfen hätte ich mal gewünscht. Aber ansonsten schöne Strecke. Ich würde sagen, von 10 Punkten, wo 10 das Beste ist, kriegt er ja gute 7 Punkte, würde ich jetzt erstmal sagen. Weil da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Deko gesehen. Aber ansonsten, Streckennetz ist echt ganz cool gemacht. Gut, das war meine erste Karte. Schauen wir uns mal die nächste an. Und da wären wir auch schon bei der neuen Karte und da geht es eigentlich primär um diesen Bahnhof hier. Ist von Trott Gaming ein Safe Game, was er hier hochgeladen hat. Das ist keine komplette Karte. Er hat eigentlich hier, machen wir hier wieder auf Start, den Bereich ein bisschen ausmodelliert. Wir haben hier außen ein paar Stationen, damit hier Verkehr ist. Aber, Entschuldigung, hier spielt quasi die Musik. Und wir schauen uns erstmal natürlich als allererstes den Bahnhof an. Ist gerade ein Franzose am Ausfahren. Und das sind alles Custom-Objekte hier. Auch das alles Custom. Und das sieht richtig schön aus. Kann man wirklich nichts sagen. Wege macht einen Abflug. Wirklich cool. Und allein das ist ein Bahnhofsvorplatz. Wow.
ja, teilweise fehlen mir Assets, konnte leider nicht alle laden. Also deswegen hat es hier manchmal so Platzhalterblöcke. Aber wow, das sieht mal richtig geil aus. Hier ist sogar eine kleine Wendeschleife mit so einem kleinen Teich drin. Schöne Idee. Mal damit den Zäunen hier ausdekoriert. Wirklich schön. Ich gehe davon aus, dass das hier alles Custom. Ja, das sind alles Custom-Gebäude. Wahnsinn. Oh, da hat er auf alle Fälle mal ein bisschen Zeit gebraucht. Hier geht die Bahnstrecke auch noch recht weit. Und was kommt jetzt hier entgegen? Hallo? Ach, hier, das ganze Grünzeugs. Das ist alles Custom. Moin. Das sieht richtig hübsch aus. Sogar ein kleines Pier mit Booten drin. Also eine kleine Wirtschaft. Der Old Crow. Ja, da fährt sogar ein Bus hier hin. Cool. Was ist das? Ja, ein kleines Sportcenter. Schöne Idee. Wo die Busse hier so hinfahren. Generell die Stadt. Da ein bisschen Industrie. Was ist das? Umspannwerk. Nice. Und dann geht hier so die Oberspannung, also die Hochspannungsleitung. Geht da so noch ins Nix rein. Das, ja, ich glaube, das ist auch alles Custom. Kirche sowieso. Wow. Hey, was ist das hier? Straße gesperrt. Okay, na, gefällt mir sehr gut. Nicht schlecht. Schauen wir uns mal hier das Land noch so ein bisschen an. Ah, Windräder. Gott, die Kombi hier mit den Feldern. Das könnte ich eigentlich auch mal machen, bei meinem schönen Bau. Das sieht wirklich schön aus. Und hier, ja, das sind so quasi die Schattenbauernhöfe. Das sind da nicht sehr viel. Okay, schauen wir mal, was er sonst noch so hier. Was hat er denn hier? Ah, okay. Hier hat er nochmal so einen Halt hinbaut. Eventuell kommt hier noch mal was. Geht dann hier weg. Was haben wir hier? Ich glaube, das sieht nach einem nächsten Bahnhofsprojekt aus, was er hier hat. Hat er schon mal angefangen? Nicht schlecht. Mit der Hauptstraße hier so unten durch. Okay. Ich muss mal ganz kurz räuspern. So, da bin ich wieder. Und das nächste Großprojekt. Was haben wir hier? Große Stadt. Oh, wow. Da ist der Bahnhof hier unterirdisch so integriert. Nice. Das sieht mal geil aus. Und hier wird die Gondelbahn. Okay. Das ist dann irgendwo. Ach, hier wird es dann noch weitergehen. Das ist dann vermutlich eine Stadt, das wirklich gut geht. Aber sieht nice aus. Das ist doch quasi so eine U-Bahn hier unten. Hm. Okay, schönes Projekt. Haben wir hier sonst noch was? Hier hat er noch ein Projekt. Oh, da hat er schon ein bisschen mehr gebaut. Mal kurz gucken. Das ist so ein Hochbahnhof. Wo unten nochmal eine U-Bahn oder sowas ist. Okay. Schön integriert. Geht dann hier weiter. Holy shit. Das ist ja mal geil. Hier die Straße so drüber mit der Tramhaltestelle und drunter die U-Bahn oder so ähnlich. Mit Graffiti und Co. Ah, und sogar so Decals, dass das hier so ein bisschen, ja, verbraucht ist. Sehr cool. Das sieht richtig geil aus. Und dann hier geht er dann wieder so rauf. Schön gemacht. Wirklich schön gemacht. Und dann geht er hier so die Strecke weiter. Ja, Hut ab. Das ist wirklich schick. Sehr nice. Also da habe ich auf alle Fälle mal ein paar Ideen, die ich da mal nachmachen könnte. Nice. Ansonsten hier dann noch ein bisschen was rumprobiert. Was er anprobieren. Oha.
da hat er was Großes vor. Schönes Gleisvorfeld. Ich hätte vielleicht noch gern ein paar mehr Weichen hier drin, aber... Ah, sogar mit einem Tiefbahnhof hier. Schön. Auch der Bahnhof an sich ist schön. Schauen wir uns das mal an. Sind das hier Custom-Objekte? Ja. Also das ist der Bahnhof für sich. Ja, ist komplett Custom. Okay. Nicht schlecht. Aber das ist natürlich das Oberhighlight hier. Also der Bahnhof ist wirklich gelungen. Wenn jetzt noch die ganze Karte so ausdetailliert wäre wie das, das wäre natürlich der Wahnsinn. Hammer, hammer, hammer. Okay, ich würde sagen, schauen wir uns mal die nächste Karte an und bezüglich der Bewertung würde ich sagen, wenn wir uns jetzt nur auf den Bereich beziehen, ist es eine glatte 10 von 10 für den schönen Bau. Wirklich cool gemacht. Da sind sicher ein paar Stunden reingegangen. Also, ab zur nächsten Karte. So, drei. Und da wären wir jetzt auch bei der letzten Map und jetzt sind wir in Amerika und zwar auf der Bluestone Valley Line. Und bei der ist es so, die kommt eigentlich ohne Züge. Ich habe hier mal ein, zwei platziert, damit hier mal ein bisschen was rumfahrt. Und gedacht ist es, dass man hier selber ein bisschen rumspielt. Also ihr seht es, ein bisschen Güterverkehr hier. Das ist so quasi ein Industriebereich mit recht viel Industriegleisen hier. Die auch soweit glaubwürdig hier verlegt sind. Geht dann auch hier so in die Häuser rein. Gefällt mir sehr gut. Ich würde sagen, es ist so typisch amerikanisch hier so in der Industrie drin. Wobei, hätte es dann natürlich auch bei uns. Es ist wirklich cool gemacht. Auch hier das nochmal mit Ausweichstellen. Oh ja, gefällt mir wirklich sehr gut. Also da könnte man auf alle Fälle sehr viel Güterverkehr hier rein platzieren. Und natürlich auch Decals hier hinstellen, damit es ein bisschen belebter aussieht. Ja, doch. Guter Anfang. Gefällt. Dann haben wir hier quasi wie so eine, ja, Hauptstrecke. Also so Regiolinie, die hier mal ins Dorf da reingeht. Mit einem offenen Halt hier. Und geht weiter zur Ölindustrie hier drin. Mit entsprechend großen und langen Gleisen. Ja? Ein bisschen mehr Deko wäre hier noch schön gewesen. Wobei, hier hat er Deko hingemacht. Ja, hat was. Hat was, hat was. Man geht dann hier in Peoria. Ja, eine Kunststofffabrik. Ah, da hat er auch mit Zäuning hier gearbeitet. Nett. Hier, Lebensmittelfabrik. Ah, das kennen wir ja schon aus unserem Let's Play. Jetzt hier in die Stadt rein. Ah, offen ohne Gebäude. Ja, da weiß man schon, wenn er da noch irgendwas hinmacht. Und dann quasi hier der Hauptverlad hier für die Gütern. Ah, das ist aber nicht schön. Das geht besser. Wenn gerade der Rest schon, dass es so sauber ist. Und das wäre dann für die LKWs und die Stadt. Okay. Gehen wir mal der Hauptlinie hier entlang. Hier geht es nochmal rein zum Bauernhof. Das ist auch eine gute Idee, das so zu machen. Hm, nicht schlecht. Dann haben wir hier Birmingham. Mit einem unsichtbaren Halt hier. Und hier geht es auch nochmal nach rechts weiter mit einer Ausweichstelle nach Salinas. Und da geht es jetzt wieder retour. Ah, na, das ist einfach hier. Personenstrecke, die vermutlich aufgelassen wurde, wenn ich mal die Gleise so ansehe. Oh, die Gleise sind alle irgendwie so klinisch. Aber ein bisschen Amerika. Immer schön straight. Und dann geht's hier. Okay, warum Benzin? Ah, Benzin hier rein, oder? Nee. Freestyle. Produziert Benzin. Okay. Aber das wollte ich auch bei meiner Karte mal reinbauen. Aber da bin ich nicht dazu gekommen. So, da gab es mal ganz kurz einen kleinen Cut, aber machen wir weiter hier. Oh, was ist denn hier hinten? Ah, das schauen wir uns später an. Wir schauen mal bei der Hauptstrecke erstmal hier weiter. Einfach mal schnurstracks gerade hier. Und dann haben wir hier Bluestone.
Da geht die Güterstraße einfach mal hier durch die Holzverarbeitung. Alles klar. Kann man machen. Auch hier wieder mit einem unsichtbaren Bahnhof. Schade eigentlich. Mit einem kleinen Abstecher nach hier hinten, wo man hier reinfahren kann. Für die Industrie. Und dann beginnt hier die Bergstrecke. Ja, also sowas sehe ich halt überhaupt nicht gern. Da macht es doch bitte gern sowas hier. Dann sieht es nämlich gleich schon wieder schöner aus. Okay. Das sieht händisch gemacht aus. Hier der kleine See da. Und die Hauptstrecke geht da weiter nach unten. Nach, wer ist das hier? Fayetteville. Haben wir da einen unsichtbaren Bahnhof hier wieder? Und da geht eine Hauptstrecke weg. Das ist vermutlich genau das, was wir vorher gesehen haben. Hier so ein Fluss entlang. In eine Art Schattenbahnhof. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee, dass man das hier hinten so versteckt. Da kann man hier die Güterzüge hier so reinfahren lassen, man sieht sie nicht. Und dann hast du einfach Traffic hier auf der Hauptstrecke. Das ist eine gute Idee, das merke ich mir mal. Kommt dann hier zusammen mit einem deutschen roten Stellwerk, Conrail. Signalbrücken. Amerikanisch. Nice. Und auch hier Ausfahr. Und dann haben wir hier ein mega Gleisvorfeld. Holy Schild. Holy fuck. Da haben ganz schön lange Züge Platz. Stellt euch mal vor, was man da für einen Traffic generieren könnte. Und was man hier alles hinstellen könnte. Inklusive kleinen Betriebswerk hier. Ah, macht ein bisschen mehr Deko hin, aber ich sehe das Potenzial. Das ist mal richtig fett. Hammer. Okay. Hier noch das andere Stellwerk für die andere Seite. Und dann geht's hier weiter. Bis nach Seaside. Geht es da durch? Dann gibt es hier einen kleinen Strang, der hier weggeht. Aber das ist ein unsichtbarer Bahnhof hier. Hier ist eine Regolinie. Nach Bellingham. Hier einmal da reinfahren, hier mal unten. Mit einem kleinen Kreuz hier. Können wir hier eigentlich noch so einen Hafenbereich machen? Aha. Okay. Wir gehen einfach hier zweigleisig weiter um den Fluss hier so rum. Und dann. Ah, hier hinten. Ah, okay, da ist es dann. Das Gegenteilige. Okay, also dann hättest du dann hier entsprechend einen Haufen Gütertraffic hier drauf. Auf der Hauptstrecke. Und halt ein bisschen Regelzeugs hier so nebenan. Bisschen lokale Güter. Ja, ich sehe das Potenzial. Das ist eine schöne Map. Macht hier auf alle Fälle mehr Details hin. Aber so vom Grundansatz. Schöne Map. Würde mich auch interessieren, wie ihr die Map so findet. Schreibt mir das in die Kommentare rein. Also ich würde der Map hier mal ja eine 6 geben. Es wäre ein bisschen besser, wenn ein bisschen mehr Deko drin war. Ansonsten ein schönes Streckennetz. Mit Zügen wäre es dann auch noch viel geiler. Aber das ist dann für die eigene Fantasie, was man hier alles hinpflanzt. Aber da waren auf jeden Fall ein paar schöne Fahrten mit dabei. Ja, das war erstmal so ein bisschen Workshop Map Review und in der nächsten Folge geht es dann wieder mit unserer Karte weiter und werden die noch ein bisschen verbessern. Hat auch noch Potenzial, unsere Karte. Also, bis dann. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder vielleicht sogar ein Abo. Tschüss.